Okay. Schauen Sie, mit welcher, meine Damen und Herren, schauen Sie, mit welcher unglaublichen, unfassbaren Eleganz Stefan Iversen durch den Schnee gleitet. Das ist grandios, oder? Lea? Johnny? Das ist Weltklasse. Das ist Weltklasse. Bis genau hier. Abflug. Autsch. Boom. Hallo. Ei, ei, ei. Wow. Ei. Autsch. Ah, voll auf die 12. Tobias und Dirk mussten mich ausbuddeln. Und ich durfte mir diverse Anspielungen auf den letzten Abstieg von St. Pauli anhören. Hallo. Der Lieblingsitaliener ist da. Hm? Aber dieses Jahr schaffe ich's. Dieses Jahr schaffe ich's. Einmal im Leben muss ein Mann einen Berg bezwingen. Haus bauen, Leben retten, das kennen wir doch schon. Hey, ein bisschen mehr Respekt vor den Maximen deines Großvaters. Die hier, die musst du dir verdienen. Ja, das Teil ist auch sowieso viel cooler. Gib her. Papa, ich möchte auch Skifahren. Sag, Papa ist Weltklasse. Papa, nein! Sag, Papa ist Weltklasse. Sag, Papa ist Weltklasse. Sag es. Na gut, Papa ist Weltklasse. Jetzt soll ich mal mithelfen, sonst verteile ich die Pizza an die Nachbarn. Wieso kann ich nicht mit? Weil du Schule hast und weil ich einmal im Jahr ein paar Tage für mich brauche. Obwohl ich euch wahnsinnig vermissen werde. Vor allem eure wunderhübsche Mutter, Luise. Stefan, lass stecken. Was hat sie gesagt? Lass stecken? Lass stecken, sagst du zu mir? Ich komme gerade erst in Fahrt. Na los, sag es. Was soll ich sagen? Stefan ist Weltklasse. Ah, Stefan schon. Ist Weltklasse. Blume. Rose. Okay, zweites Wort. Schießen. Cowboy. Rosen-Cowboy. Cowboy. Moment. Krieg, Rosenkrieg. Ja. Ja. Du bist am Tanzen. Warum spielen wir immer dasselbe? Ich meine, den Scheiß können wir doch in- und auswendig. Hey, achte auf deinen Ton, junger Mann. Hallo, ich bin dran. Na los. Buch. Müde. Müde, Katze. Ach, Wein. Traurig sein. Leiden des jungen Werther. Goethe. 1787. Stimmt's? Ja. Schlecht. Anscheinend macht er im Unterricht besser mit als hier. Mach weiter. Lea. Also dann bis nächste Woche, okay? Papa, bringst du mir was Schönes mit aus der Schweiz? Natürlich nicht. Klar bring ich dir was mit. Ich bringe dir ganz viel Schokolade mit. Ganz viel Schokolade. Klar verstehe ich das. Aber wenn er immer zu die Deadline vorverlegt, dann kann er auch keine kreativen Meisterleistungen erwarten. Was? Ja, okay, mache ich. Ciao. Warum nimmt Katjan immer in Schutz? Warum ist immer alles wichtiger als meine Arbeit? Du übertreibst. Nein, das tue ich nicht. Ich muss. Okay. Bist du sauer, dass ich war? War ich letztes Jahr sauer? War ich die letzten 14 Jahre sauer? Nein. Eben. Außer du drückst mir deine Mutter aufs Auge. Und vergiss nicht, dass du keine 25 mehr bist. Von wegen. Fühl mal. Ich fühle jetzt nicht deine Beine. Fühl mal. Fühl mal, komm schon, fühl mal. Komm schon, fühl. Siehst du? Also, ich pass auf. Versprochen. Gut.
Komm. Und grüß mir Johnny noch mal. Mach ich. Du sollst dich einfach reinplatzen, ohne anzuklopfen. Ich hab angeklopft. Sei nicht so genervt. Ich weiß, dass du gern mit wolltest. Na, was willst du? Bist du fertig mit Mathe? Ich wollte es mal durchsehen. Ja, mit Oma. Wieso darf ich nie mit? Papa braucht halt auch seinen Freiraum. Genau wie du. Und woher weißt du, dass er in der Schweiz keinen Schneehasen am Start hat? Wie bitte? Ja. Die Anja. Ihre Eltern lassen sich gerade scheiden. Weißt du was, mein Schatz? Liebe funktioniert nur durch Vertrauen, Respekt und Freiraum. Es kommt nicht von selbst, es ist harte Arbeit, verstehst du? Klingt echt vielversprechend. Zum Babysitten. Wow. Mal ehrlich, ist das nicht ein bisschen kitschig? Ja, der große Chef meint's echt gut mit uns. Jungs! Hey! Hey! Hi! Ich dachte schon, wir müssen Single Malt allein genießen. Wie wir. Jetzt sag bloß, du hast jetzt schon zwei Skihasen am Start. Das gibt's doch gar nicht, oder? Lotte und Minky. Auch Single. Alle beide. Ja, jetzt betet, freie Schweizer betet. Was ist los? Willst du warten, bis Pauli Meister wird, oder was? Witzig. Ich dachte, ihr wollt morgen fit sein für die Piste. Alter, ich bin frisch geschieden. Ich muss mich um meine Zukunft kümmern. Am Ziel, aber auf dem Weg. Seine Majestät haben einen Besuch angekündigt. Gößner, was will er denn schon wieder? Naja, immerhin gehört ihm der Laden. Macht sich halt Sorgen, dass die Kollektion nicht rechtzeitig fertig wird. Ist sie jemals noch nicht fertig geworden? Ja, ich bin schon unterwegs. Ja, bin schon unterwegs. Kann es sein, dass du was gefunden hast? Von Stefan? Ja.
Habt ihr wieder schön hinter meinem Rücken ausgeheckt. Massageguru Ricardo dos Santos. Klingt ganz schön vielversprechend. Ja, unbedingt. Alles okay? Ja. Ich glaube, das könnte ich jeden Tag machen. Man fühlt sich so unglaublich stimuliert. Ja, du meinst von Santiago Domingos schraffen Körper. Erstens heißt der Mann Dos Santos. Und zweitens hast du recht. Du kannst mir tausendmal erzählen, dass er nicht auf Frauen steht. Ich meine, so wie der seine Hände über meinen Körper hat wandern lassen, diese Hände. Lise, was ist los? Was ist passiert? Luise? Ja, ich bin noch da. Aha. Gut. Bis dann, danke. Was sagen Sie? Sie melden sich, sobald Sie genaueres wissen. Tja, danke. Ich kenne das Fach Chinesisch nach 40 Jahren Berufserfahrung. Wir fahren sofort los. Wohin? Ja, zum Flughafen. Ich lasse mich nicht vertrösten. Ich will eine persönliche Auskunft. Und ich will... Luise, mein Sohn liegt auf der Intensivstation. Deine Enkelkinder müssen morgen früh zur Schule. Bitte, Viola, ich brauche dich hier. Was soll ich Ihnen sagen? Soll ich Sie anlügen? Nein. Aber bevor ich nicht genau weiß, was passiert ist, will ich Ihnen nichts sagen. Okay. Aber du rufst mich morgen von da unten an und lässt mich mit dem Arzt reden. Und dann sagst du es auch Lea und Johnny. Danke. Thank you.
Hier ist überhaupt nicht. Das ist doch der besonderste von uns allen. Mit Abstand der beste Skifahrer. Ist er da drin? Entschuldigung. Frau Iversen? Guten Tag. Wissen Sie, wann der Oberarzt kommt? Das bin ich. Dr. Siedler. Ich leite die Neurochirurgie hier im Spital. Man hat Ihnen schon angedeutet, dass wir einen Eingriff vornehmen mussten? Möchten Sie kurz mitkommen? Die gute Nachricht ist, dass wir keine volle Hemikraniektomie, also keinen Auslass in der Schädeldecke machen mussten. Nur punktieren für eine Drainage, um den Druck auf das Hirn zu verringern, was bei Schädeltraumata dieser Art völlig normal ist. Und die schlechte? Ob das Gehirn Schaden genommen hat, ob es Auswirkungen auf die Mobilität, die Wahrnehmung gibt, können wir während des Komas nicht feststellen. Wie lange dauert das Koma? Das lässt sich nicht vorhersagen. Die meisten erwachen innerhalb von 6 bis 10 Tagen. Und die anderen? Frau Iversen, wir werden Ihren Mann heute in ein Überwachungszimmer verlegen, weiterhin die Werte überprüfen und abwarten. Mehr können wir im Moment nicht tun. Danke. Wir haben hier einen Seelsorger, der mit Angehörigen sehr erfahren ist im Haus. Manchmal, dass man ihm gut zuredet. Ich bin Jonas Elmer, ich bin der Seelsorger hier im Haus. Ich habe Sie gerade schon im Zimmer Ihres Mannes gesehen, da wollte ich aber nicht stören. Vertraute Stimmen, die Nähe eines geliebten Menschen, das braucht er jetzt. Darf ich mal? Wo? Hier, die zweite Nummer ist meine Handynummer. Wenn Sie mich erreichen wollen, also jederzeit. Danke. Ja, Schätzchen. Ich denke, du bist auf einem Business-Trip. Wo ist dein Papa jetzt? Dem Papa geht's nicht so gut. Der hatte einen Unfall beim Skifahren. Hat er sich wehgetan? Ja. Und darum muss er jetzt auch ein paar Tage ganz fest schlafen. Und, Johnny? Warum muss er denn so lange schlafen? Das ist eine besondere Art von Schlaf. Die braucht der Körper, um sich zu regenerieren. Was ist renegieren? Jetzt sag Tschüss zur Mama und geh Zähne putzen, Engelchen. Omi kommt gleich und bringt dich ins Bett. Gute
Gute Nacht, Jenny. Gute Nacht, Mama. Ich hab dich lieb. Warum hast du nicht angerufen? Ich wollte doch mit dem Oberarzt reden. Können wir das bitte später klären? Du hast es mir versprochen. Du hast mir versprochen, dass du vorsichtig sein wirst. Warum setzt bei euren Macho-Spielen immer der Verstand aus? Ich kann das nicht, Stefan. Auch nicht mit den Kindern. Ich will es nicht. Stefan, wo bist du? Noch die Sachen von ihrem Mann. Wenn Sie dann bitte hier noch unterschreiben könnten. An mich nehme, dann ist es doch. Dann sind die Sachen auf jeden Fall in guten Händen. Und er weiß, dass sie auf ihn warten. Entschuldigung. Okay. Von hier aus ist das Spital sehr schnell zu erreichen. Das ist ein gutes Hotel. Sie werden sich wohlfühlen. Ich muss zu ihm zurück. Jetzt nehmen Sie sich ein bisschen Zeit. Sie brauchen jetzt die Kraft. Auch für Ihren Mann. Ist es für Sie okay, wenn ich Sie jetzt alleine lasse? Danke. Nichts zu danken. Johnny, eben noch völlig verklebt irgendwo in Hamburg und jetzt hier live in den Bergen. Guckt mal, wie schön das ist. Das ist mein Tag. Puh! Sag nur noch,
eine Heizdecke holen oder können wir losfahren? Ich komme. Katja, ich kann es dir nicht sagen. Keiner kann es sagen. Ich weiß. Aber in 3 Jahren habe ich so gut wie keinen Tag gefehlt. Vielleicht machst du ihm das mal klar, Katja. Ja. Nein, ich melde mich, sobald ich was weiß. Bis dann. Tschüss. Weißt du noch, was dein Vater immer gesagt hat? Lass sie nicht ausgehen. Ich weiß, dass du mich hörst. Also lass sie nicht ausgehen. Hallo? Ich komme. Danke. Danke, 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 danke! Sie nicht ausgehen lassen. Hallo, Schatz. Weißt du eigentlich, wie viel Angst ich um dich hatte? Wie schön, dass du wieder da bist. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich rufe jetzt Viola und die Kinder an. Hier sind die Kontaktdaten Ihrer Kollegen in Hamburg. Wir sind bereit, ihn sofort aufzunehmen, sobald er hier entlassen ist. Sogar schon ab morgen. Frau Iversen, Ihr Mann ist zu schwach für den Transport. Ich rate dringend, ihn noch mindestens 10 Tage hier zu behalten. Sie haben mir doch gesagt, wie wichtig es ist, dass er Kontakt zu vertrauten Menschen hat. Seine Kinder sind in Hamburg, seine Mutter und ich muss auch irgendwann mal wieder arbeiten. Ich würde das Risiko nicht verantworten wollen. Da muss ich die Kinder herholen.
Davon würde ich momentan auch abraten. Er braucht Ruhe. Guck mal, Papa, was ich gebastelt habe. Oh, Lea, das ist aber schön. Johnny, wie ist es bei dir? Geht so. Die ganze Woche Klausuren. Das schaffst du schon, oder? Warum sagt der Papa dann gar nichts? Der Papa ist noch so müde. Aber er hat euch ganz doll lieb. Also, Stefan, ich verstehe wirklich nicht, warum die dich da unten behalten. Das ist doch nur Geldschneiderei. Viola, können wir das ein andermal diskutieren? Hast du diesen Doktor, wie heißt er noch? Siedler. Ja, hast du ihm nicht gesagt, dass hier alles vorbereitet ist? Stefan, erinnerst du dich an Professor Baumgartner? Vaters alten Studienfreund. Einen besseren Reha-Platz findest du nirgends. Viola, er braucht wirklich noch Ruhe. Ich melde mich später nochmal. Tschüss, Papa. Ciao. Schlaf, Papa, schlaf. Dein Vater ist dein Schaf. Die Piste sieht nett aus. Eine Blamage ersparen. Danke. Entschuldige, ich habe total verschlafen. Das ist mir in den letzten 10 Jahren nicht mehr passiert. Dann war es ja mal Zeit. Allerdings. Wie geht's dir? Was liest du? Ein Geschenk? Von wem? Dankbarkeit, Patricia. Wer ist Patricia? Ich weiß nicht. Eine Frau, die du nicht kennst, macht dir Geschenke. Die Blumen brauchen Wasser. Entschuldigung, könnte ich Sie einen Moment sprechen? Gern. Wenn Sie sich einen Augenblick gedulden, ich bin hier gleich fertig. Okay. Also denken Sie auf meine Arbeit.
für das Gespräch. Vielen Dank. Darf ich mich morgen melden bei Ihnen? Gerne, gerne, jederzeit. Bis morgen, danke schön. Bis morgen. Wollen wir vielleicht in mein Büro gehen? Nein, nein. Können Sie mir einfach nur erklären, wie so fremde Menschen zu meinem Mann vorgelassen werden? Ach, Sie meinen Frau Bachmann. Wen? Patricia Bachmann, das ist die Frau, der ihrem Mann das Leben gerettet hat. Das Leben gerettet hat? Wieso weiß ich davon nichts? Er hat noch Schwierigkeiten, sich zu erinnern. Das ist normal. Woran erinnern? Wie es zu dem Unfall kam. Ihr Mann hat Frau Bachmann vor einem schweren Sturz gerettet und ist dabei leider selber verunglückt. Und woher wissen Sie das alles? Von Frau Bachmann. Sie war hier und hat nach ihm gefragt. Und Sie haben ihr geholfen? Frau Bachmann wollte sich bei ihrem Retter bedanken. Das ist normal. Und dass Sie mir nichts davon sagen, ist auch normal. Vielleicht gehen wir jetzt in mein Büro, da können wir... Nein, ich will nicht in Ihr Büro. Bleiben Sie mir vom Leib mit Ihren positiven Schwingungen und Ihren dämlichen Buddha-Perlen. Schauen Sie mich an. Ich stehe jetzt auf. Die Erinnerung kam plötzlich zurück. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht war sie auch die ganze Zeit da. Kommt mir jedenfalls so vor. Ihr Gesicht, als ob ich es ewig kenne. Vielleicht ist das in Extremsituationen so, das Letzte, was man sieht. Bevor man das Bewusstsein verliert. Ich war ganz sicher, dass ich sterbe. Wahnsinn. Wie war das? Hast du dein Leben vor dir ablaufen sehen? Nein. Nur sie. Ich habe nur ihr Gesicht gesehen. Das Gesicht, ich habe es auch gesehen, als ich aufgewacht bin. Sie war im Zimmer. Du hast sie getroffen. Nicht wirklich, sie ist gleich verschwunden. So, jetzt reicht's. Wollen wir jetzt chatten, die Kinder warten? Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Hüster. Ich bin für dich da. Wir schaffen das zusammen. In so einer Situation muss man dem Patienten Zeit geben. Das ist eine große Umstellung, aber wenn sich die Seele dann geöffnet hat, dann... Mit mir ist da oben was passiert. Ja. Du wärst fast gestorben, aber du bist hier. Du bist wieder hier.
sie nicht tragen. Hier im Krankenhaus? Nein, überhaupt nicht. Sie war dir immer die liebste Erinnerung. Ich weiß. Die Kinder warten. Nein, ich kann nicht. Was ist denn? Luise, ich weiß nicht, wie man sowas erklärt. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich weiß nicht, wie. Ich habe ins Licht geschaut. Als ich aufgewacht bin, da war sie da, so wie du jetzt. Und dann das Buch. Vor dem Unfall habe ich die ganze Zeit nach diesem Titel gesucht. Er wollte mir nicht einfallen. Und dann bringt sie mir genau dieses Buch. Ich verstehe das alles nicht. Stefan, der Arzt hat mir gesagt, dass sich durch das Kummer deine Wahrnehmung verändern kann. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich Zeit brauche. Und dass ich sie wiedersehen muss. Sag mal, spinnst du nicht? Was bedeutet das alles? Was willst du mir damit sagen? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für unsere Familie? Sehen Sie es nicht als Bedrohung. Mein Mann erzählt von einer anderen Frau wie von einer Lichtgestalt. Wie würden Sie das denn sehen? Jetzt lassen Sie ihm doch erst mal Zeit, das alles in Ruhe zu verarbeiten. Die beiden haben da oben einen ganz existenziellen und fast schon intimen Moment erlebt. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Also, wenn ich jetzt gerade eine Grenze überschritten habe, dann tut es mir leid, aber ich lege wirklich größten Wert auf Transparenz. Okay, dann geben Sie mir die Nummer von dieser Patricia. Dazu bin ich nicht befugt. Mach dir keine Sorgen. Ich habe ihm schon gesagt, dass wir den Termin ohne dich machen. Ich zeige Ihnen einfach deine Entwürfe und... Auf keinen Fall. Das muss alles noch überarbeitet werden. So gebe ich das nicht raus. Wir sollen einmal im Leben warten, verdammt nochmal. Das ist für ihn keine Option. Das hat er klipp und klar gesagt. Was heißt das, keine Option? Das heißt, dass er dich rausschmeißt. Mama! Ich melde mich. Mama! Schätzchen! Oh, ist das schön. Oh... Was für eine Überraschung. Wo ist jetzt dieser Oberarzt? Warum hast du mich nicht angerufen? Muss ich mich ankündigen, wenn ich meinen Sohn sehen will? Außerdem wimmelst du mich ja immer ab. Und wo ist Johnny? Der hat morgen eine wichtige Prüfung. Er bleibt die Tage bei seinem Freund Pablo. Ich habe das alles koordiniert. Mach dir keine Gedanken. Ja. Papa. Hey. Oh Gott. Ist das schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Gut. Gut, mein Engel.
Wann kommst du nach Hause? Zeig mal, ist das neu? Von Oma. Herr Doktor, mein Sohn gehört nach Hause. Das sieht natürlich jeder Angehörige so. Das sehe ich so nach 40 Jahren medizinischer Berufserfahrung, junger Mann. Mein Sohn... Das ist mein Patient und deshalb obliegt mir die Entscheidung. Ihr Patient? Ja. Der, wie fehlt der eigentlich? Wieso behauptet dieser Mensch, dass Stefan nicht nach Hause will? Weil es wahr ist. Ach, wer hat ihm denn den Unsinn eingeredet? Baumgartner in Hamburg ist die Koryphäe auf dem Gebiet. Ich rede noch mal mit Stefan drüber. Ja, vielleicht ist das gut. Wie geht's dir überhaupt? Siehst elend aus. Nicht so besonders. Was macht deine Arbeit? Die haben 1000 Nachrichten zu Hause hinterlassen. Gibt's auch gerade Stress. Auch? Wieso nimmst du dir nicht ein, zwei Tage Auszeit? Jetzt, wo ich hier bin. Klärst deinen Kram in Hamburg. Und Lea? Bleib bei mir. In dem Zustand bringst du ja eh nicht besonders viel. Was machst du denn hier? Wie, was mache ich hier? Na und? Kommt er wieder? Ja, sie behalten ihn noch zur Beobachtung dort, aber er hat Riesenglück gehabt. Erzähl mir keinen Scheiß. Kommt Papa wieder? Sag mal, wie redest denn du mit mir? Ja oder nein? Natürlich kommt dein Vater wieder. Wieso denn nicht? Okay. Dann bis bald. Ich penne mal Pablo. Wir müssen noch für einen Test üben und so. Da ist noch was. Umarmst du mich mal? Hi, Dominik. Wie geht es deinem Mann? Ja, okay. Everson, schön, dass Sie wieder da sind. Ihr neuestes Werk ist großartig. Ja, danke. Aber es ist noch lange nicht fertig. Ich weiß, aber es ist genau die Richtung, die wir wollen. Sie entscheiden während meiner Abwesenheit über meine Entwürfe? Bei allem Verständnis für Ihre private Situation. Herr Gössner, mein Mann wäre beinahe gestorben und verliert gerade seinen Verstand. Wir haben hier ein Sales-Meeting und das ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Kaffee für dich. Psst, ist nicht schlimm. Gut. Dann können wir ja endlich reden. Ich war jetzt direkt beim Chefarzt. Du kannst nach Hamburg. Ich nehme dich morgen früh mit. Wo ist eigentlich Vaters Uhr? Mutter, ich komme nicht zurück. Wie bitte? Ich komme nicht zurück. Ach, Stefan, der Chefarzt hat mir bestätigt, dass es medizinisch absolut keinerlei Bedenken gibt. Darum geht's nicht. Sondern? Ich muss dir was sagen.
Kannst du mir mal bitte sagen, was das sollte? Ich versuche die ganze Zeit, die Situation für dich zu retten und dann tauchst du ohne Absprache auf und machst alles kaputt. Er will mich nicht mehr. Der Chef will dir kündigen, fristlos. Er liebt mich nicht mehr. Was redest du da? Er hat ins Licht gesehen. Luise, versteht gerade nur Bahnhof. Stefan und eine andere Frau? Ich glaube, mir wird schlecht. Er spricht von einem existenziellen Moment. Waren die Geburten seiner Kinder keine existenziellen Momente in seinem Leben? Typisch Mann. Selbst im Koma noch triebgesteuert. Scheiß Kerl. Sorry, ist mir so rausgerutscht. Aber hier zu schmollen und dir selber weh zu tun wie heute in der Firma, das kann ja wohl auch nicht die Lösung sein. Denk mal an deine Kinder. Die brauchen jetzt eine starke Mutter und keine, die amok läuft. Luise, du musst da wieder hin. Ihn dran erinnern, was er aufs Spiel setzt. Oh. Wäre es okay, wenn ich dir ein Taschentuch? Das Teil habe ich mir für das Meeting heute gekauft. Rosa, der Schweine teuer. Und wie läuft's mit der Oma? Gut, sie hat mir alles über Männer erzählt. Aha. Ja, und dass die Ehe ein Konstrukt? Genau. Ein Überbleibsel des aussterbenden Patriarchats. Na prima. Wir müssen! Komm, mein Schatz. Was hat er gesagt? Ich will mich da wirklich nicht einmischen. Meine Haltung, die ich selbstverständlich zu dem Ganzen habe, tut da im Moment nichts zu sagen. Du bist doch sonst nicht so zurückhaltend. Ich weiß. Die Grenzen anderer zu respektieren, ist wahrlich nicht meine Stärke. Deine eingeschlossen. Die Therapeutin hatte einen besonders hübschen Ausdruck dafür. Du machst eine Therapie? Ja, da siehst du mal. Du dachtest, du weißt alles über mich. Viola, was hat er gesagt? Pass auf dich auf. Und mach dir keine Sorgen wegen der Kinder. Ich spreche mich mit Katja ab. Tschüss, mein Schätzchen. Wir sehen uns ganz bald zu Hause. Mhm. Was ist denn jetzt nochmal das Patriarchat? Na, steig ein, Engelchen. Warum stirbt es aus? Das erkläre ich dir dann in Hamburg. Okay. Darf ich? Ihr Mann hat mich gebeten, Ihnen das herzugeben. Verdammter Feigling. Gibt Ihnen das was, sich in die Tragödien anderer Menschen einzumischen? Ja, das versuche ich ja gerade zu vermeiden. Ich schaue mir die Tragödie schon an. Um in Ihre Metapher zu bleiben. Ich versuche, die handelnden Personen zu verstehen und Ihnen, wo es gewünscht ist, mein bescheidenes Quäntchen Weisheit anzutragen.
Als Student waren Sie sicher der Knaller bei den Mädels. Und wie lautet in unserem Fall Ihre bescheidene Weisheit? Ein Mann rennt mit einer Frau durch, die er kaum kennt. Verschwindet aus dem Krankenhaus einfach so, ohne jegliche Konsequenz. Ich verstehe, dass Sie frustriert sind. Wenn Sie reden wollen, dann... Wissen Sie was? Bleiben Sie lieber Briefträger. Wenn ich einen Rat brauche, gehe ich zur Buchhandlung und hole mir den aktuellen Bestseller aus dem Selbsthilferegal. Ich weiß, dass du das nicht verstehst. Nicht verstehen kannst. Es tut mir leid. Es tut dir leid? Was? Was tut dir leid, Stefan? Du tickst doch nicht mehr richtig. Ich bin immer für dich da. Für dich und die Kinder. Das weißt du. Ja, ja, weiß ich das. Wie willst du das denn machen, wenn du gar nicht mehr in Hamburg lebst? Ich verstehe, dass das weh tut. Aber ich wünsche mir, dass wir einen Weg finden. So klug und besonnen wie möglich damit umzugehen. Das nennst du klug? Das? In Ordnung? Papa! Kann ich Ihnen helfen? Ah, es geht schon. Mensch, Papa, wo bleibst du denn? Komm, ja, ich kann doch nicht so schnell. Oh nein. Herzlich willkommen. Seit Generationen erholen wir uns hier oben. Das Haus hat schon meinem Großvater gehört. Ist das Ihre Frau? Das ist Brigitte, ja. Alines Mutter. Wir waren aber nicht verheiratet. Wir haben uns an der Uni kennengelernt. Und was jetzt? Sie hat ihre Reise vollendet. Oder begonnen. Oder den Kampf gegen den Krebs verloren, wie man so sagt. Vor 3 Jahren. Sie ist der Grund, warum ich die Arbeit mache im Spital. Es tut mir leid.
Milch, Zucker? Milch, gerne. Und wenn Sie in meiner Lage wären, was würden Sie tun? Naja, so funktioniert das natürlich nicht. Leider. Wieso? Naja, Ihre Erfahrung gehört doch Ihnen. Ich kann das unmöglich in allen Nuancen erfassen. Ich bin weder in der Lage, noch habe ich ein Recht dazu, Ihnen den Weg zu weisen. Aber welche Möglichkeiten sehen Sie denn für sich selber? Ich für mich selber? Am meisten sorge ich mich natürlich um die Kinder. Ich will, dass sie ihren Vater weiter achten und lieben und egal, ob es so ein Arschloch ist. Ja. Irgendwann muss es mal raus. Ciao zusammen, geht dann noch mal los. Ja, tschüss. Na mal ganz im Ernst. Wie soll ich mich den Gefühlen meiner Kinder stellen, wenn ich in einem Moment heule, im nächsten Moment alles kurz und klein schlagen will und dann wieder auf Knien bettle, dass er zu mir zurückkommt in unser altes Leben? Ja, das finde ich so verrückt am Erwachsensein. Gerade wenn man Kinder hat. Man will ihnen Sicherheit geben, Stabilität. Man will ihnen zeigen, dass man die Bälle in der Luft halten kann. Und wenn sie einem dann auf den Kopf fallen, dann sehen wir alt aus. Dabei ist das eine Riesenchance. Gerade als Eltern. Ehrlich sein. Gefühle beim Namen nennen. Trauer tut so unendlich weh. Aber wenn wir den Schmerz nicht zulassen, dann werden wir die Trauer auch nicht los. Aber vielleicht haben Sie im Buchladen was Besseres gefunden. Johnny! Falls deine Hosen runter sind, zieh sie hoch. Ich komme in 2, 3, 1 Sekunde. Lea, hast du deinen Bruder heute schon gesehen? Nein. Und dein Müsli hat er auch noch nicht gegessen. Hat er sich bei dir gemeldet? Wer? Dein Sohn. Deine Mutter hat mich angerufen. Er ist verschwunden. Was? Ja. Er war nicht in seinem Zimmer, als sie ihn wecken wollte. Wahrscheinlich ist er schon gestern Abend abgehauen. Wohin? Wenn ich das wüsste, wäre ich dann hier? Okay, klar. Entschuldige. Lass euch mal, ja? Dagegen habe ich natürlich keine Chance. Luise, Patricia drüber. Patricia? Unser Sohn ist weg. Sag mal, kommt das bei dir überhaupt an? Wenn ja, dann denk vielleicht mal drüber nach, wie sowas passieren kann. Wie es mir gerade damit geht, darüber will ich gar nicht sprechen. Ich wollte ja nicht... Hör mich nicht an. Bitte. Deine Mutter hat die Polizei verständigt. Aber die können natürlich erst nach 48 Stunden aktiv werden. Klar. Ich habe in der Schule angerufen und beim Metzners... Metzners? Pablos Eltern, seinem besten Freund. Ja. Klar. Niemand weiß was. Stefan, fällt dir noch irgendwas ein? Fällt dir noch irgendwas ein, was wir tun könnten? Ich werde zur Polizei benachrichtigen. Hast du was gegessen? Also, ich krieg jetzt nichts runter. Als er, ich glaube, 3 oder 4 war und aus seiner nur Mama darf mich ins Bett bringen Phase rauskam. Er war 3,5, klar weiß ich das noch. Und dann wollte er plötzlich immer bei mir sein. Wollte mit mir ins Stadion, zur Redaktion. Hat mich immer abgeknuddelt und sich an mein Bein festgeklammert. War halt ein Klammeräffchen, so wie Lea. Ich habe die Zeit so sehr genossen. Aber sie hat mir auch wahnsinnige Angst gemacht. Wahrscheinlich, weil mein Vater nie für mich da war.
Und dann ist da auf einmal so ein kleines Wesen, schon so ein kleiner Mann und liebt einen so tief, so bedingungslos. Das hat mich richtig gequält. Ich meine, wie kann man so einer Liebe gerecht werden? So hast du es mir noch nie erzählt. Es ging mir in letzter Zeit immer wieder durch den Kopf, weil er so abweisend geworden ist. Ich meine, diese ganzen kleinen Witzeleien, die Spiele, die ganzen Tricks von früher, die funktionieren einfach nicht mehr. Und meine größte Angst war immer, dass ich als Vater versage. Weil meiner mir nie beigebracht hat, wie man das macht. Vater zu sein. Genauso ist es gekommen. Ich meine, ich habe mich immer in irgendwas gerettet. Ich habe mich mit 1000 kleinen Tricks aus der Affäre gezogen. Ich habe mich an der Arbeit festgehalten. Ich war nie wirklich da. Hallo? Ja. Alles klar, wir sind gleich da. Was ist? Komm. Was ist? Komm. Johnny! Johnny! Gott sei Dank, mach das nie wieder aus. Oh, ja, Gott sei Mama, Dank. Ich bin noch ein Kleinkind mehr. Wann haben Sie dich entlassen? Vor ein paar Tagen. Ich bin jetzt in ambulanter Behandlung. Das ist jetzt hier dein neues Leben, ja? Ja. Nett. Johnny, wie wär's, wenn wir morgen in aller Ruhe darüber... Alter, geht's noch? Ich bin gerade 1000 Kilometer hierher getrennt. Ich habe auf einer Raststätte im Klo gepennt. Und du willst mich mit so einem scheiß Kakao vertrösten? Wir reden morgen drüber, du spinnst wohl. Du hast recht, tut mir leid, das war echt bescheuert. Du hast recht. Ich lasse euch jetzt mal alleine. Wollen wir hier reden oder willst du einen Spaziergang machen? Natürlich kann ich nicht erwarten, dass du das verstehst, geschweige denn akzeptierst. Aber dass ich dich liebe, dich und deine Schwester, daran wird sich nie was ändern. Ich will euch nicht im Stich lassen. Im Gegenteil, auch Mama nicht. Weißt du, dass sie ihren Job verloren hat? Sie ist total ausgerastet in der Firma. Echt? Das habe ich übrigens von Katja. Wäre ja auch vielleicht mal nicht blöd, würdest du Mama danach fragen. Ja, stimmt, du hast recht. Werde ich machen. Hast du Hunger? Ja. Wie sieht jetzt eigentlich so dein Plan aus? Willst du jetzt Schweizerdeutsch lernen und Fußballspiele kommentieren? Vielleicht werde ich endlich mein Buch schreiben über Wintersport. Klingt vielleicht komisch jetzt nach dem Unfall, aber irgendwie sind mir die Berge und das Skifahren noch näher gekommen. Ja, schon klar. Ich meine, das ist jetzt persönlich. Deine eigene Story und nicht, was du einfach nur nacherzählst. Ich arbeite an ein paar Comics. Auch so mit durchgehender Story und so. Ob das jetzt ein Buch ist, weiß ich nicht. Hast du Lust, die mir mal zu zeigen? Würde mich echt interessieren. Ja. Aber nur, wenn du endlich mit mir snowboarden gehst. Klar, abgemacht.
Da kommt sie ja. So, Männer. Einmal Karten. Danke. Voilà. Und wo ist Luise? Ups. Entschuldigung. Gib mir mal dein Phone. Das ist die Comic-Ausstellung. Ja, tolle Idee. Hallo? Ja, ja, ich weiß. Johnny hat mir eine SMS geschickt. Nein, nein, nein. Wartet nicht auf mich. Wir treffen uns dann später, okay? Ja, bis dann. Sie kommt später. Bitte schön. Danke. Und danke, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Ich würde Ihnen gerne was von mir erzählen, wenn es für Sie okay ist. Vielleicht finden Sie sich darin irgendwie wieder. Es geht um meine Tochter. Aline, das ist ein tolles Mädchen. Ich treibe sie oft an den Rand des Wahnsinns. War mir klar, dass Ihnen das bekannt vorkommt. Ja, wenn Sie immer so ausgeglichen tun, als wären Sie Pfarrer Fege höchstpersönlich. Schön, dass Sie endlich meine spirituelle Reife anerkennen. Als Brigitte starb, Alines Mutter, da war ich zuerst vollkommen hilflos. Ich war wie gelähmt. Ich bin um die halbe Welt gereist, ich habe die Schuld bei anderen gesucht. Bei Gott, bei mir selber. Aber was vielleicht noch viel schlimmer war, ich konnte mir einfach keine Familie vorstellen außerhalb des klassischen Konstrukts, mit dem ich nun mal selber aufgewachsen bin. Vater, Mutter, Kind. Und als ich zu Hause ankam, da habe ich Aline gesehen. Zusammen mit ihren Großeltern am Flughafen. Sie hatte mich noch gar nicht entdeckt, aber dieser Blick, dieser kindlich suchende Blick, da war mir sofort klar, dass sie nur eins von mir brauchte. Und das Wunderbare war, es fiel mir gar nicht schwer. Ich musste einfach nur loslassen. Brigitte und dann mich. Kalt hier draußen. Wollen wir reingehen? Viola? Ah, ich hab dich noch gar nicht erwartet. Wie geht's, Johnny? Ja, anscheinend hat ihm die kleine Abenteurerreise gut getan.
Schön. Ja, ich werde dann mal packen, wenn es dir nichts ausmacht. Tja, mein Herr Carter lässt mich wahrscheinlich die nächsten 3 Tage wieder links liegen, weil ich es gewagt habe, ihn so sträflich zu vernachlässigen. Viola? Danke. Ich weiß wirklich zu schätzen, dass du für uns da bist. Und für mich. Ja, wie sagte schon Karl Kraus, das Wort Familienbande hat einen Beigeschmack von Wahrheit. Morgen, mein Schätzchen. Hast du Papa und Johnny mitgebracht? Nein. Warum nicht? Weil der Papa noch ein bisschen Zeit braucht. Dort in der Schweiz, um gesund zu werden. Und weil er jemanden kennengelernt hat. Du meinst, er ist verliebt? Das soll er dir am besten selber erzählen. Aber du kannst sie bald kennenlernen, wenn du magst. Johnny findet sie anscheinend ziemlich gut. Meinst du? Nein, nein. Schon okay. Oder doch? Mach ruhig, Mama. Ist okay. Du musst zur Schule. Frühstück mach ich. Hat mir Omi lieb gebracht. Sieht vielversprechend aus. Ja. Noch nicht ganz fertig. Wie immer. Leider kann ich davon nicht leben. Wieso? Wir haben immer von einer eigenen Firma geträumt, weißt du noch? Willst du damit sagen, dass du... Klar. Für dich gebe ich den Job sofort auf. Jetzt hör mal auf. Ist das dein Ernst? Ja, sehe ich aus, als ob ich spinne. Gelegentlich schon. Oh, du hast mir gefehlt. Ich hätte vielleicht sogar schon einen ersten Kunden für uns. Ein gewisser Massageguru richtet gerade seine Wellness-Oase neu ein und braucht jede Menge Lampen. Du hast doch nicht. Hab ich. Und ich hatte recht, er ist hetero. Aber sowas von. Nee. Ja. Echt? Ja. Wie war's so? Prima. Ganz prima. Geil. Verdammt teuer. Beim Snowboarden. Ich glaube, ich muss den anderen Aufsatz kaufen, damit es besser. Ja. Lea! Ja! Na, mein Großer? Na? Was hast du denn da? Neue Kamera. Hat Papa mir geschenkt. Das ist ja toll. Ich hab dich vermisst. Wo wolltet ihr denn ohne mich hin? Aufs Schiff, ins andere Teil. Kann ich mitkommen? Müssen wir mit Mama reden. Was gibt's denn da zu sehen im anderen Tal? Lea, ich würde dir gern jemanden vorstellen. Ich weiß schon, wer das ist. Sie heißt Patricia. Hallo. Hallo. Patricia kennt sich hier gut aus, Schätzchen. Sie weiß, was es da alles zu sehen gibt. Echt? Kann ich mitkommen? Gern. Was ist mit dir? Kommst du gar nicht mit?
Fahrt mal los. Solche Wunder schaffen Sie. Ab und zu? Wenn ich nicht gerade in den Bergen Ihrer schönen Heimat verrückt spiele. Vielen Dank. Das wäre nicht nötig gewesen. Oh doch. Es ging gar nicht anders. Ohne Sie, ohne alles, was hier passiert ist, wäre dieses Licht hier gar nicht entstanden. Schön, dass Sie mit Licht arbeiten. Macht Sinn irgendwie. Ja? Ja, für mich macht das Sinn. Passen Sie gut drauf auf. Die wird es definitiv nie im Handel geben. Das ist das Motiv für mein Firmenlogo. Danke. Für alles. Gern geschehen. Schon alles. Was mampfst du da? Was mampft man wohl in der Schweiz? Kann ich auch ein Stück haben? Ja. Oh, kann ich auch was? Ja, klar. Ist das ein kleines?